Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ja Leute, und zwar habe ich mir überlegt, ich bin ein großer Harry Potter Fan. November kommt der neue Harry Potter Film, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, dass ich ein Harry Potter Format möchte auf meinem Kanal. Und ja, deshalb mache ich heute das erste Video zu diesem Thema, und zwar meine 5 Lieblingscharaktere aus Harry Potter. Natürlich zähle ich zu diesen Charakteren jetzt nicht Harry, Ron, Hermine, denn die sind Hauptcharaktere. Platz Nummer 5 belegt bei mir Ginny Weasley. Ginny Weasley war anfangs so das Harry Potter Fangirl, hat sich aber recht gut entwickelt und ist dann zu Harrys Freundin geworden. Aber im Film wird das halt nicht so dargestellt. Im Buch wird das alles sehr besser beleuchtet. Und zwar merkt man, wieso Harry sich in Ginny verliebt hat. Das Ganze ist im 6. Band passiert. Und zwar haben die zwei einfach relativ viel gemeinsam Zeit verbracht im Sommer, da Harry den Sommer über bei den Weasleys war. Und da hat sich das Ganze ein bisschen entwickelt. Wird im Film leider nicht so dargestellt. Das ist echt schade, dass das in den Filmen nicht so beleuchtet wurde. Und vor allen Dingen die Charakterentwicklung ist enorm. Nummer 4 belegt bei mir Luna Lovegood. Viele werden sich jetzt fragen, wieso ich Luna über Ginny ranke. Und zwar liegt es daran, dass ich Luna charakterlich einfach feier. Die ist verrückt, die ist herzlich, die ist ehrlich, die ist treu. Die ist intelligent, die ist einfach einer meiner liebsten Charaktere. Vor allem vergessen viele immer, dass Luna mit Neville und Ginny Dumbledores Armee im 7. Jahr geführt hat. Und dass sie eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit hat. Genau aus diesem Grund mag ich Luna recht gerne. Leider ist über Luna nicht so viel bekannt. Man weiß, dass sie später eine sehr bekannte Naturforscherin wird. Was ja eigentlich schon zu erwarten war. Platz Nummer 3 belegt bei mir Neville Longbottom. Sind wir mal ehrlich, wer hätte nach dem ersten Film oder Buch gedacht, dass so eine starke, mutige Persönlichkeit aus dem wird? Er war nämlich im ersten Teil der kleine Dicke, der irgendwie nur Ärger machte, nichts auf die Reihe bekommt. Und im 7. Teil wird er plötzlich zum Anführer des Widerstands gegen die Dortesser, die zu diesem Zeitpunkt Hogwarts führen. Und das ist schon krass, wobei man sich das Ganze eigentlich schon denken könnte nach dem 5. Teil, denn die Prophezeiung könnte genauso gut auf Neville zutreffen, als wie sie auf Harry zutrifft. Was ich persönlich recht krass finde, Neville wächst ja bei seiner Großmutter auf, weil seine Eltern in den Wahnsinn gefoltert wurden von Bellatrix Lestrange. Und trotzdem, dass er so charakterstark ist und versucht, die bösen Kräfte zu bekämpfen, finde ich Hammer. Genau aus diesem Grund finde ich Neville top. Platz Nummer 2 in meiner Wertung belegt Albus Dumbledore. Viele hätten ihn jetzt auf Platz 1 erwartet, doch Dumbledore ist meiner Meinung nach nicht der interessanteste Charakter in Harry Potter. Allerdings ist es sehr interessant, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Dass er halt auch schwul ist, was von J.K. Rowling auch bestätigt wurde, ist halt schon recht krass. Dumbledores erste und einzige Beziehung war mit Grindelwald. Zeit hat sich Dumbledore auch sehr mit der schwarzen Magie beschäftigt, und das finde ich halt auch so interessant, der Gegensatz von der schwarzen Magie hin zu einer Person, die derart von eindrucksvoll, weise, intelligent wirkt, finde ich echt enorm krass. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich Dumbledore so sehr mag. Nummer 1 in meinem Ranking belegt Severus Snape. Ja, Severus Snape, wer hätte das nach dem 7. Teil bzw. 8. Film nicht erwartet. Aber ich kann sagen, ich bin Severus Snape Fan seit der ersten Stunde. Denn ich fand diesen Charakter immer sehr interessant. Auf der anderen Seite böse, auf der anderen Seite gut. Man konnte ihn nie richtig einschätzen.
Und dann noch die tragische Geschichte rundet den Charakter enormst ab. Ja Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao. I'm